Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Minecraft. Und ich mache hier auch so Kreativmodus und das eine von 60 Parts, das habe ich, kann angebaut werden, um Kakaobohnen zu erhalten. Das ist toll. Das eine mit 60 Parts, da habe ich eigentlich erstmal rumprobiert, was mir liegt, was ich kann, was ich will, was ich tue und so weiter. So, dann habe ich angefangen, irgendwann das Big Bounce zu bauen, der Riesensachen. Das ist auch noch am Laufen. Und davon werde ich dann nach und nach auch Ergebnisse zeigen, die euch beeindrucken werden. Aber da mir kreativ gut liegt, na gut, Survival liegt mir auch gut, aber das ist mir langläufig. Da will ich was Neues starten und deswegen suche ich gerade eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, wo ich jetzt gut Platz nehmen tue und einen neuen Standort finde. Deswegen suche ich kurz mal, ansonsten müssen wir halt Holz fällen und so. Und hier haben wir Winter, da haben wir Frühling. Und ich würde sagen, dass wir unser erstes... Ach, hier, guck mal an, hier mit Höhle. Und in den ersten 60 Parts, wo ich am Anfang Survival gemacht habe, da haben Tagschweinchen Dick jetzt will ich erstmal hier die Erde bereinigen. Und dann bauen wir erstmal eine Hütte. Wir alles hier haben. Und ja, das soll schon was Großes werden. Das eine ist ja big, wo ich Häuser ausprobieren zu bauen, du große Sachen bauen. Ach, Tische, Stühle, riesengroß. Und davon werde ich halt nur die Ergebnisse zeigen. Hier will ich dann allerdings zeigen, ja, was ich... Na. Will ich erstmal skletten. Und ja, genau, machen wir erstmal hier die Erde weg und Tachchen, Schäfchen. Und hier ist halt Zombies auch an. Das habe ich bei der Riesenwelt ja ausgestellt, weil ich mag es nicht, wenn in meiner Wohnung dann Dings rumlaufen. Ja, Zombies und so, das mag ich nicht, wenn die in meiner Wohnung rumlaufen. Hier haben wir schon eine gute Höhle. Und so, die geht, jo, die geht, jo, jo, die geht, jo. Gut. Dann... Dann fangen wir hier an zu bauen. Und zwar, das ist alles da in Minecraft-Größe. Nicht so riesig. Deswegen wollte ich was Neues anfangen. Das eine war ja einfach so, da habe ich Tor gebaut, so riesen was aufgebaut. Dann bin ich darüber geflogen, habe was gebaut. Dann könnte man auch in den Bergen was bauen und so. Das mache ich jetzt nicht. Ich mache hier was Eigenes, was Neues. Und ja. Wo ich... Minecraft macht mir Spaß, ist jetzt nicht die Sache. Ich könnte auch Häuser... die Türen mache ich dann. Und ich baue das dann dementsprechend auch noch weiter. Aber hier ist ein Fitness. Dann mache ich hier mal den Boden raus und mache hier Laminat. Ja, Laminat rein. Nicht. So, ein Laminat machen wir jetzt rein. Erstmal muss das hier alles weg. Und...
Dann tun wir erstmal hier die Erde hier auffüllen. Weizensamen, die behalten wir allerdings alles für später mal. Weil ich will Äcker machen, Ackers, ach, Acker farmen und so. Erstmal will ich mit dem Haus beginnen, wie man hier schwer sehen kann. Boden. Wollte ich so eine Art Laminat machen. Nur das Dschungelholz. Nee, nicht so rum. That's our floor. Und jo. Also das eine, was ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon veröffentlicht habe. Nee, leiser, so mach ich's aus. Was ich zu diesem Zeitpunkt schon vielleicht veröffentlicht habe, das weiß ich jetzt noch nicht. Dieser Part kommt am... Ja, man kommt noch raus. Am 26. Januar, glaube ich, raus. Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Und davor seht ihr halt Part 60 und so. Und was ich halt sagen wollte, das ist eine neue Staffel, neue, aber das nenne ich nicht, doch, das nenne ich irgendwie so. Dann machen wir hier die Tür hin. The door. Das mache ich dann auch etwas kleiner und so. Weil ich habe schon, das eine Haus habt ihr ja schon gesehen. Wenn ihr es geguckt haben solltet. Wenn nicht, dann müsst ihr es auf jeden Fall schnellstens nachholen. Wäre nicht schlecht, wenn ihr es schaut, weil das ist, was ich da gebaut habe, ist toll. Das ist nämlich eine Big World. So, also die ist auch noch nicht lang nicht fertig, aber die baue ich dann halt nicht im Let's Play, die zeige ich dann halt, soweit ich gekommen bin. Zeige ich die. Na? Ja, da habe ich Dings gebaut. Also das Riesenhaus. Und dann habe ich in dem Haus... Ach, das zeige ich dann am besten. Unten habe ich eine Bar gebaut und einen Thron. Also da können wir noch hin, aber das andere ist dann menschengroß. So, jetzt machen wir es noch einmal groß, noch einmal drauf. Und dann mache ich schon das Dach drauf. Also es ist nicht das Endpunkt-Endlager hier, wie mit dem Atomkraftwerk, sondern ein vorläufiges. So, was für ein Dach nehmen wir denn? Was dazu passt, ne? So, was ich sagen wollte, ich habe ja, also auf dem Dach habe ich dann halt noch Dings gebaut, nicht Schaukelstuhl, Liegestuhl mit, die Tür ist ja komisch platziert, mit, ja, wo eine Kerze drauf steht, ja, so ein Tisch soll es darstellen. Und so, das seht ihr alles noch. Wenn ich es noch nicht gezeigt habe, dann werde ich das demnächst noch zeigen. Aber ich glaube schon, dass ich es vorher schon rausgehauen habe. Dann will ich, das habe ich ja glaube ich schon nice erzählt. Wenn ihr es geguckt habt, heißt. Wenn ihr das nämlich nicht geguckt habt und ihr guckt das da und dann wollt ihr nämlich das andere nämlich sehen. So, guten Tag. So. Jetzt mache ich dann noch einmal die hier drauf. Vielleicht. Warum ist hier keine Stufe? So. Ja, das eine Haus ist noch größer und da muss ich noch eine Dusche reinbauen. Aber wie ich Wasser da oben reinkriege, das weiß ich jetzt nicht. Das lasse ich auch erstmal sein. Bisschen Licht verteilen noch und dann halt will ich noch Balkon dran bauen und so bei dem, ach ja, das wird schon riesig. Und das hier mache ich im Kreativmodus, wie ihr schon gesehen habt, und dann ja, schon in Ordnung, dass eine flache ist.
Ich will hier auch vieles bauen. Vieles bauen. Ich will hier so, sag ich mal, ja, eine Stadt bauen oder so, aber das andere mit den 60 Parts, das war, sag ich mal, zum Kennenlernen, Ausprobieren. Zwar lang ausprobiert, aber ja, und dann habe ich das eine entdeckt mit den großen, riesigen Sachen. Und dann habe ich jetzt, bin ich auf den Trichter gekommen. Ich wurde inspiriert, sag ich jetzt mal. Und ja, jetzt brauche ich sowas. Nee. Genau. Hier können natürlich auch Zombies kommen. So wie es nicht ausgestellt. Ich hab. Was ist denn hier los? Dann ist es komisch. Ist denn das so komisch? Ja, bei Survival hätte ich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal ein Haus gebaut. Ne, so langsam bin ich. So. Da könnte man noch ein Brett hinmachen. Eisen. Sauber. Das sieht doch. Warum ist es hier oben so hell? Ich meine, ich habe nichts dagegen. So, jetzt kommt hier Dingens rein. Eine Bettsche. Wenn wir schlafen wollen. Ja. Ach da. Okidoki. L. Nee. Da in der geht nicht, da mache ich halt nicht. So. Dann mache ich hier noch mal zwei Nachttischschränkchen hin. Und dann mache ich ein Redstone-Fleckchen. Ah, da. Redstone-Flagge. Eine reicht. Nee. So. Das ist schon mal das Haus. Und dann. Das ist eher Schlafzimmer, das können wir so. Wir haben hier verschiedene Blöcke und da das hier noch etwas dunkel ist, mache ich das so. Wir müssen aufpassen, dass hier keine Dings spawnen. Aber ich mache hier dann außerhalb vom Schlafzimmer noch Fackeln hin, dass sie hier noch schön belebt wird. Das mache ich jetzt so. Nach oben kann es oft bleiben, aber das ist dann mein Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ja. So. Blau und grün. Blau. Blau, blau, blau ist der Enzian. So. Dann dekoriere ich nochmal die Wände. Mit Gemälde. Ah, das hier, ja. Spinnst dann du? Verpiss dich. When you never come. Hau ab. Bin ich denn? Also, meinst es denn? So, sieht das nicht. Ich es hier mache, als was anderes. Oh, soll das da stellen? Nee, ich will ein kleines haben. So ein kleines.
Nee, dann mache ich hier drüben eins hin. Was auch immer. Nee, das ist schrecklich. Horror-Szenario. Warum sind die so komisch verpixelt? Sehe ich ja gar nichts. Ach, gleich hab ich's. Warte mal. So. Das ist schon mal mein Schlafzimmer. Das ist schon mal fertig. Dann mache ich hier roten Teppich. Ne, ich bin ja eine berühmte Person. Wie ihr wisst. So. Zack, 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 zack. Erstmal hier zur Wand. Nee, bleibst du zu. Geht das nicht? Hab ich doch da auch. So, mach ich das halt so. Nee, jetzt kommt ein Zombie. Aber ich glaube, ich muss da auch Waffe mehr craften. Was will ich denn mit der Leiter? Habe ich echt Leiter? Nein, nicht Leiter. Hier. Da brauche ich noch nicht... Ach so, ich habe echt Leiter genommen. Noch nicht. Leiter brauchen wir noch gar nicht. Lange nicht. So. Oh ja, so geht's doch. Wo ist denn der Zombie? Ist er noch da? Ja, schäm dich. So. Warum sieht denn das so komisch aus? Hab ich vergessen. Ach nee, falsche Farbe. Ach. Das ist die hier. Oder die da. Jetzt haben wir es. So. Also ich glaube, ich tue das hier erstmal schon mal einrichten und so und dann mache ich draußen. Mal mit dem Fackel. Da bei dem Gelump. Fackel. Ach, klasse. Weg. Fackel mache ich draußen hin. So. Und drinnen jeweils aber oben im Dachgiebel. Weil es sieht dann so... Ja, toll aus. Das sieht aus wie ein Toilettehäuschen. Nee, andere Farb. So. Dann nehme ich noch mal ein kleines Stückchen. Und setze es oben drauf. Nee. Doch, das sieht doch aus hier. Toll. Und dann kann ich hier noch eins. Geht das nicht. Schade, geht nicht. Aber... Das kann sich doch sehen lassen. Da muss ich überlegen. Die Wohnung ist hell. Die Sonne steigt auf. Und der Zombie ist away. Ja, die Endermänner klauen hier die scheiß Erde. Und... Ja. Hier ist das und da ist das. So. Schwierigkeitsstufe habe ich auf. Normal. Ich glaube, ich tue erstmal das hier einrichten, das Häuschen. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Ne? Heuballen, das können wir dann woanders tun. Tu mal vor die Tür. Ist doch eigentlich was anderes. Ein
Ach, wir haben schon 20 Minuten. Eieiei, das ging aber schnell. Diamantenschwert gegen die. Wo haben wir denn hier? Da. Werkbank. Truhe. Habe ich schon. Nein. Ach Mensch. Das tue ich nämlich dann gleich meine Dings rein. In der Inventar. Paper. Truhe. Werkbank. Ofe. Ne, Amboss, da baue ich ein extra Häuschen. So, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.